Und damit kann es weitergehen mit Let's Play Ghost of Tsushima. Ich bin es, euer MCMorphix. Beim letzten Mal haben wir hier unter anderem noch eine nette Mission abgeschlossen. Hier, wo wir immer ein paar Geiseln wieder retten können vor den Mongolen. Und wir haben hier die Mission mit den Ronin abgeschlossen. Eine neue Rüstung halten, die wir sicherlich ausrüsten werden. Jetzt habe ich endlich wieder meine gescheite Rüstung an. Mit dem roten, blutroten Stil. Ziehen wir jetzt nämlich los, um endlich die Burg Shimura zurückzuerobern. Zeit für unseren großen Feldzug mit unserem Onkel. Dank euch haben wir eine Armee, um eine Burg zurückzuerobern. Ich sagte doch, Yuna schafft das. Ich veranlasse bereits ihre Belohnung. Die Verstärkung des Shoguns wird bald hier sein. Doch vorher müssen wir ein neues Problem lösen. Meine Späher haben einen Befehl des Khans abgefangen. Er war adressiert an Ryuzo. Seine Söldner sind bereit, uns anzugreifen. Wisst ihr, wo Ryuzo ist? Nicht weit. Vor Koyasan. Ihr müsst ihm nicht selbst entgegentreten. Er war mein Freund. Ich kümmere mich um ihn. Tut, was ihr müsst. Unsere Truppen sind kampfbereit, wenn ihr zurückkehrt. Eine Abrechnung in Blut. Wir wissen ja, Ryuzo hat ja eigentlich dem Khan einen Vorschlag gemacht, wie er uns aufhalten kann, den Geist, ohne eben hier uns im Kampf zu bezwingen. Wahrscheinlich ist es eine Falle, um uns hier wegzulocken, während die Truppen dann der Mongolen hier unsere fertig machen. Du verlässt uns? Dein Onkel hält sein Wort. Unser Boot liegt bei Sonnenaufgang ab. Ich brauche noch einmal deine Hilfe. Ryuzo versteckt sich in Fort Koyasan. Ich kann nicht. Bitte verstehe. Ich habe mich mein Leben lang dafür geplagt. Ging hungrig zu Bett. Riskierte Kopf und Kragen, um Geld zu haben für ein neues Leben auf dem Festland. Ich kann nicht aufgeben. Ich weiß das doch auch. Hilf mir gegen Ryuzo und ich bringe dich zum Schiff. Das ist dein Kampf, Jin. Nicht meiner. Ich will nur... Wir brauchen nur ein neues Leben. Ich halte dich nicht auf. Danke, Yuna. Für alles. Ich hoffe, du findest Frieden. Du auch. Mein Herr. Hört auf eure Schwester, Taka. Sie kümmert sich um euch. Lebt wohl, Fürst Sakai. Ich kann das allein, im Schatten der Nacht. So, heiße Quelle. Oh, da können wir noch ganz schnell reingehen. Das war ja die, wo wir mit Yuriko waren. Leider konnten wir sie damals nicht genau genießen. Aber okay, tun wir uns nochmal kurz hier baden. Und dann sind wir ready, würde ich mal sagen. Also, liebe Leute, es geht jetzt hier richtig los. Ich dachte schon, es kommt zur Eroberung der Burg. Aber auch nicht unbedingt viel schlechter hier. Müssen wir wieder einen Balken drüber machen. Na, Männerhintern darf man zeigen. Von einer Diebin vom Schlachtfeld gerettet. Was Onkel wohl von Yuna hält. Das hat er dir schon oft genug gesagt, dass er sie nicht mag.
So, maximal Gesundheit. Das können wir nochmal brauchen, würde ich mal sagen. So, nochmal mit den Hintern. Und jetzt geht's los. Also. Er hat nach Fort Cousin. Ah, jetzt weiß ich auch natürlich, wo das war. Da wurden wir doch einmal, als wir da rumgeritten sind, wurden wir doch so vom Pfeilen beschossen. Und das wird natürlich die Festung sein. Ich bin mir ganz sicher, das ist nur eine Taktik, um uns hier zu trennen. Wäre jetzt wirklich meine Vermutung. Ein Nest voller Verräter. Ich muss das vorausspähen. Können wir einfach alle kaputt machen mit einem schönen Sprengpfeil. Leider geht das nicht immer so. Wenn Yuna nicht mit euch geht, dann muss ich es. Darauf seid ihr nicht vorbereitet. In Yarikawa sagtet ihr, wenn wir zusammenstehen, können wir unsere Heimat retten. Ich stehe hinter dem Geist. Ihr kämpft nicht gegen Mongolen. Wenn euch was passiert, lasst mich sie wenigstens ablenken und einige fortlocken. Das erhöht eure Chancen. Na gut. Wenn sie euch folgen, reitet so schnell ihr könnt ins Lager zurück. Ich enttäusche euch nicht. Los, ich werde jetzt zuschlagen. Er stirbt. Hunde! Mongolen sind alle hässliche Hunde! Ich sage Fürst Shimura, dass ihr hier seid. Die Samurai werden euch holen. Die schneiden euch die Köpfe ab, ihr Feiglinge! Er stirbt sowas von. Na gut, immerhin hat er uns jetzt hier einen Weg rein besorgt. Weil ich glaube, ansonsten hätte es eh keine Möglichkeit gegeben, hier reinzugehen, ohne hier nicht einen Selbstmordsprung reinzuwagen. Okay. Also, zumindest das war keine schlechte Idee. Gut gemacht, Tucker. Und jetzt bringt euch im Lager in Sicherheit. Spur von Ryoso. Er muss hinter dem Tor sein. Das ist nur eine Falle. Das ist nur eine Falle. Ich prophezei es euch, liebe Leute. Zack. Sie nur Bogenschütze, aber es muss sie nur ausnutzen. Die Kills sind so cool. Kann ich jetzt hier nicht hochhüpfen? Schade. Theoretisch könnte ich reinhüpfen, ganz schnell einen Triple-Attentat machen. Aber wir wissen alle, dass das nicht so klappt. Komm, hüpf halt raus. Kannst du halt gleich raushüpfen. Das ist echt nice. Der steht da einfach glubscht so. Wer könnte jemand sein?
Oh, das war der Langbogen. Naja. Hauptsache, wir haben ihn. Okay. Kann ich mit dem Pfeil wiederholen? Kuna ist auch nicht unbedingt schlecht. Der steht fies, der Typ. Oh, Jungs und Mädels, ist das eine Kacksituation. Wir hätten echt die andere Seite nehmen sollen. Schnell wieder da raus. Ich verstehe nicht, aber wieso ich jetzt meinen Enterhaken nicht benutzen kann? Der Enterhaken ist echt hart sinnlos, Mann. Man hätte jetzt so schön hochhüpfen können. Ich würde das ganz gerne eigentlich Starfleet mal hinbekommen. Naja, das war's mit dem Stealthig. Hätte es geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, wäre es immer noch Stealthig geworden. Hey, ich bin in der Ecke und kann mich nicht bewegen. Puh. Alter, wo in 10 Gottes Namen schmeißt du deine Kunas hin? Es hätte klappen können. Aber habt ihr echt damit gerechnet, dass wir das Derwin schon. Pfeil aufnehmen, schießen. Man sieht so gut in dem Spiel, gell? Kamera, großartig. Okay. Hä? Was war das? Also wenn das Spiel nicht funktionieren will, dann will es aber echt nicht funktionieren. Ganz ernsthaft, was war das? Ich stehe so, hab meinen voll aufgeladenen Move oder ich treffe ihn einfach nicht. Naja, nicht so schlimm, weiter geht's. Ryoso. Ryoso, schön dich zu sehen. Du weißt, wieso ich hier bin. Ja, ich habe dafür gesorgt, dass du mich findest. Der Khan will dich treffen. Ich bin nicht zum Reden hier. Du hast uns alle verraten. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Es muss nicht so enden. Doch, Ryoso, muss es. Fürst Sakai! Fürst Sakai! Bitte wacht auf! Taka, wie? Ihr wart so lange weg. Ich wusste, ihr habt Schwierigkeiten. Ich kam, um zu helfen, aber die Mongolen haben mich... Verdammt. Wir müssen uns befreien. Die werden uns umbringen. Nur wenn wir sie lassen. Versucht loszukommen. Ich muss das nur lockern. Tucker, sei tapfer. Wir müssen Durst haben. Lieblingsstute. Ihr letztes Geschenk an mich. Sie brach sich gestern ein Bein und ich verfütterte sie. Wir tun, was wir müssen, Fürst Sakai. Und deshalb können ihr und ich überleben. Ich bin Samurai. Ihr seid viel mehr als das. Ihr seid der Geist.
Zieht euer Volk auf meine Seite und sie bekommen Frieden. Niemals dienen wir euch. Euer Onkel sagte das selbst, als ich ihn bat, den Krieg zu beenden. Er wollte nicht euer Sklave sein. Auch ich schätze Familie und weiß, wie es ist, in ihrem Schatten zu leben. Warum uns in Bescheidenheit üben, wenn wir Legenden sein sollten? Er ist eine Legende. Seht! Euer Volk wird euch folgen. Kommt zu mir und rettet sie. Ihr wollt teilen und beherrschen. So wie bei Ryoso. Nicht uns. Oh. Eure Legende schert sich nicht einmal um euch. Tötet ihn. Und ihr seid frei. Ein starb für euch. Jetzt brauche ich einen neuen. Und ihr müsst erneut wählen. Ja! Ganz ernsthaft, wenn du so leicht freigekommen bist, wieso hast du das vorher nicht versucht? Also es war klar, dass Taka stirbt. Und Yuna wird uns das niemals verzeihen. Ich töte alle. Kommt. Kommt. Mongolen. Strohhüte. Wer auch immer. Kommt. Zeit für die Abrechnung. Gnade? So wie ihr Gnade für Taka ihr hattet, für euer Land. Wer war dein Meister? Ein bauernfreundlicher Verräter. Komm. Komm. Du willst so spielen? Dann spielen wir. Also ich habe ja gesagt, dass Taka stirbt. Es war so klar. Es war so klar. Die Frage ist nur, wo ist Ryoso? Wo ist Ryoso? Er hat uns rausgelockt. Ich habe so prophezeit, Mann. Jin! Yuna! Ich habe den Khan mit Ryoso ausreiten sehen. Wo ist Taka?
Ich weiß, er ist hier. Er hinterließ die Nachricht, er sei dir gefolgt. Wo ist er? Nein. Nein! 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 Yuna, warte! Taka! Er hätte gar nicht hier sein sollen! Warum hat er nicht gehört? No! Er wollte dich stolz machen. Er wollte sein wie der Geist. Hättest du ihn nur nicht mitgenommen! Ich wollte ihn aufhalten. Aber er wollte helfen. Ein Leben für 1000. Wie die Hunde, die ihr seid, schlachten wir euch ab. Weiter. Sind da nicht noch ein paar Mistkröten, die wir hier eliminieren können? So, besiege alle Gegner. Wo sind sie? Okay. Ja, ja, ich weiß es. Komm. Glaubst du, dein blöder Stroh schützt dich? So haben wir nämlich nicht gespielt. Und sollen sie doch kommen. Alle mit der Sam für Taka.
So, Yuna fightet ja auch wie vom Teufel besessen. Noch mehr? Kommt. Jeder einzelne von euch. Das waren alle. Die Strohhüte sind vernichtet. Ryoso ist allein. Er lebt noch. Er ist beim Khan. Wir können hier nichts mehr tun. Ich begrabe meinen Bruder. Ich helfe dir. Ich wollte nie, dass es so kommt. Tut mir leid. Ich wollte ein gutes Leben für ihn. In Sicherheit. Es ist nicht deine Schuld. Es ist meine. Nein. Das war der Khan. Ryoso. Jeder Mongole auf dieser Insel. Hilf mir, sie alle zu töten. Hilf mir, Taka zu rächen. Sollte ich jetzt noch fortgehen? Wozu? Wo sollte ich hin? Und was tun? Ich bleibe hier. Und kämpfe. Geh ins Lager meines Onkels und ruh dich aus. Ich komme hin. War Taka tapfer? Am Ende? Er war stets tapfer. Ein wahrer Samurai hier zum Abschluss. Sterbende Glut. Am Ende hat er sich ja heldenhaft für uns geopfert, hat hier sogar versucht, nochmal den Khan hier zu eliminieren. Und anstatt sein Leben zu retten, hat er versucht, hier uns das Leben zu retten. Wie es ein echter Samurai tun würde. Aber es war so klar, dass er stirbt. Das hat man wirklich auf eine Million Meilen gerochen, Mann. Aber nun gut. So, Glühwürmchen. Das Schicksal von Tsushima. Wir wurden übrigens voll weit weggebracht. Das war's aber übrigens immer noch nicht. Darf ich mal wieder... Komm. So. Genug Genobut. Dann tun wir auch nochmal ein kleines Salut abgeben. Klagelied von den Gefallenen. Ah. Ah, komm, eine Trophy. Oh, ist schon weg. Schade. Cool, gab sogar Trophy. Nett. Na okay. Dann tun wir noch ein bisschen Flöte spielen hier für Takas Grab. Und wir werden dann hier bald ihn rächen, indem wir nämlich die Burg zurückerobern und den Khan eliminieren werden. Noch davor machen wir nochmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es weiter mit Let's Play Ghost of Tsushima. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.